Hallo zusammen, ich bin Mike Zosson, ich bin 37-jährig und komme ursprünglich von Santifastus. Ich wohne aber jetzt mittlerweile in Mühlenberg. Meine Leidenschaft, das ist die Musik. Ich habe nämlich die Musicalschule in Zürich gemacht und habe so meinen Traum verwirklichen. Mit meiner Stimme Geschichten, Emotionen und Gefühle zu erzählen und zu vermitteln und gleichzeitig andere Menschen zu berühren, das ist wirklich einfach ein Traum. Meine Leidenschaft habe ich also gefunden. Jetzt kombiniere ich die kombinieren mit meiner Berufung und das ist, Menschen auf ihrem Herzensweg zu begleiten und zu unterstützen. Ich habe nämlich vor der Musik Sozialpädagogik studiert und habe auch ganz viel Erfahrung auf diesem Beruf sammeln, wie zum Beispiel im Familiensupport, in Kinderheim oder mit psychisch erkrankten Erwachsenen. Der Mensch hat mich also schon ging fasziniert, wie der so funktioniert. Ich bezeichne und erlebe mir selber als hochsensibler Mensch und ich weiß, wie es ist, ja, wenn man manchmal seinen eigenen Weg aus den Augen verliert und es nicht so einfach ist, den zu gehen und den zu sehen. Man muss sich eventuell anders fühlen als alle anderen und Mühe hat mit den Herausforderungen, die das Leben ihm so stellt. Deswegen habe ich es zu meinem Herzensprojekt gemacht, andere Menschen auf dem Weg zu sich selber zu begleiten und zu unterstützen. Und das in einem ganzheitlichen, system- und lösungsorientierten Coaching. Weil zusammen schaffen wir alles. Und aus einer Europa würde ja bekanntlich auch ein Schmetterling. Also lasst uns daran erinnern, dass in uns ein ganz, ganz, ganz schöner, farbiger, nuancenreicher Schmetterling fliegt. Und der nur wartet, seine Flügel auszubreiten. Ja, wenn jemand noch etwas mehr zu mir und meiner Person, meiner Arbeit erfahren will, dürft ihr gerne auf meine Homepage gehen, www.mikezosser.ch. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz eine schöne Adventszeit. Habt Sorge zueinander, bleibt gesund und denkt dran, zusammen schaffen wir alles und es in Europa wird ein Schmetterling. Tschüss zusammen.